Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 90. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, hab dank, dass du in unserem Leben, durch den Heiligen Geist, in unserem Alltag gegenwärtig sein möchtest, dass du in uns wohnen möchtest, dass du in unserem Leben uns führen möchtest, dass wir deine Nähe spüren dürfen. Sprich du auch jetzt durch dein Wort zu uns und gib, dass wir verstehen, was wir lesen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind gerade in 2. Mose 25 und es geht gerade um die Herstellung, um die Beschreibung der geplanten Stifte des Heiligtums. Es geht um die Herstellung der Bundeslade. Vers 14. Und stecke die Tragstangen in die Ringe an den Seiten der Lade, dass man sie damit tragen kann. Die Tragstangen sollen in den Ringen der Lade bleiben und nicht daraus entfernt werden. Und du sollst das Zeugnis, das ich dir geben werde, in die Lade legen. Das Zeugnis waren die zehn Gebote beschrieben auf Steintafeln, die bezeugen sollten, wie Gott selbst ist. In den zehn Geboten gibt er Zeugnis über sich selbst. Er beschreibt seinen Charakter und diese Bundeslade, diese Lade, sollte die zehn Gebote aufbewahren. Du sollst noch einen Sühnedeckel aus reinem Gold anfertigen. Zweieinhalb Ellen soll seine Länge und anderthalb Ellen seine Breite sein. Dieser Deckel sollte eine besondere Funktion noch spielen in der Erklärung des Erlösungsplanes. Hier auf diesem Sühnedeckel sollten dann später die Blutstropfen am großen Versöhnungstag hingelangen. Dieser Sühnedeckel sollte etwas über die Gnade, die Gerechtigkeit und die Liebe Gottes ausdrücken. Und du sollst zwei Cherubim aus Gold anfertigen. In getriebener Arbeit sollst du sie machen an beiden Enden des Sühnedeckels, so dass du den einen Cherub an ein, am einen Ende machst und den anderen Cherub am anderen Ende. Aus einem Stück mit dem Sühnedeckel sollt ihr die Cherubim machen an den beiden Enden. Und die Cherubim sollen ihre Flügel darüber ausbreiten, dass sie mit ihren Flügeln den Sühnedeckel beschirmen. Und ihre Angesichter sollen einander zugewandt sein. Die Angesichter der Cherubim sollen auf den Sühnedeckel sehen. Hier geht es um Engel, die im himmlischen Heiligtum, was hier ja symbolisch als Modell dargestellt wird, am Thron Gottes stehen. Und hineinschauen in das Gesetz Gottes. Einer dieser schirmenden Cherubim mit besonderer Schutzfunktion direkt am Thron Gottes in der absoluten Nähe des Vaters war Luzifer gewesen. Ihr könnt in 2. Mose, äh, in Hesekiel 28 die entsprechende Stelle nachlesen, was hier so unglaublich interessant ist dass die Cherubim aus einem Stück mit dem Sühnedeckel gemacht waren, das heißt, ihrem Wesen nach waren die, die Cherubim geschaffen als Wesen, die den Charakter Gottes, seine Liebe und seine Gnade, seine Barmherzigkeit in ihrem tiefsten Wesen eigentlich auch hatten. Und umso interessanter ist es, dass der Luzifer gegen Gott Rebellierte, obwohl er sein Gesetz und auch den barmherzigen und liebevollen Charakter Gottes kannte. Und du sollst den Sühnedeckel oben über die Lade legen und das Zeugnis, das ich dir geben werde, in die Lade tun. Dort will ich mit dir zusammenkommen und mit dir reden, von dem Sühnedeckel herab zwischen den beiden Cherubim, die auf der Lade des Zeugnisses sind, über alles, was ich dir für die Kinder Israels befehlen will. Dort war der Thron Gottes. Und dieser Thron Gottes basierte auf seinem Gesetz, auf seinem Charakter und basierte auf seinem Wesen, das bereit ist zur Südung, das bereit ist zur Versöhnung, das bereit ist, alles zu geben, um mit seinen Geschöpfen in Einklang zu leben. Und er ließ Engel ganz nah an sich herantreten, damit sie sehen, wie er wirklich ist. Umso tragischer, umso unverständlicher ist es, dass gerade einer dieser Engel gegen Gott rebellierte. Wenn wir das Wesen Gottes besser verstehen, dann werden auch wir erkennen, wie grundlos eigentlich die Sünde ist. Du sollst auch einen Tisch aus Akazienholz herstellen. Zwei Ellen soll seine Länge sein und eine Elle seine Breite und anderthalb Ellen seine Höhe. Und du sollst ihn überziehen mit reinem Gold und ihn ringsum mit einem goldenen Kranz versehen. Auch eine Leiste sollst du ringsum an ihn, ihm anbringen, eine Handbreit hoch und an seiner Leiste ringsum wieder einen goldenen Kranz befestigen. Auch hier spielt die Herrschaft Gottes eine Rolle, auch dieser Schaubotisch hatte etwas von einem Thron in gewisser Weise. Und du sollst für ihn vier goldene Ringe machen, die du an den vier Ecken seiner vier Füße anbringen sollst. Dicht unter der Leiste sollen die Ringe sein zur Aufnahme der Tragstangen, damit man den Tisch tragen kann. Du sollst die Tragstangen aus Akazienholz machen und sie mit Gold überziehen, mit ihnen soll der Tisch getragen werden. Du sollst auch seine Schüsseln machen, seine Schalen, seine Kannen und seine Opferschalen, mit denen man die Trankopfer ausgießt. Aus reinem Gold sollst du sie machen. Und du sollst alle Zeit Schaubrote auf den Tisch legen vor meinem Angesicht. Die Brote, die Jesus selbst darstellen, der das Brot des Lebens ist und auch sein Wort, von dem wir täglich leben. Du sollst auch einen Leuchter aus reinem Gold anfertigen. In getriebene Arbeit soll dieser, soll dieser Leuchter gemacht werden. Sein Fuß und sein Schaft, seine Kelche, Knäufe und Blüten sollen aus einem Stück mit ihm sein. Aus den Seiten des Leuchters sollen sechs Arme herauskommen. Drei Arme aus einer Seite des Leuchters und drei Arme aus der anderen Seite des Leuchters. Auf dem einen Arm sollen drei Kelche wie Mandelblüten sein, mit je einem Knauf und einer Blüte, und drei Kelche wie Mandelblüten an dem anderen Arm mit je einem Knauf und einer Blüte. So soll es bei den sechs Armen sein, die aus dem Leuchter herauskommen. Vielleicht habt ihr Freude daran, mal in Jeremia 1 ein bisschen zu studieren, was es mit diesen Mandelblüten auf sich haben könnte. Aber der Schaft des Leuchters soll vier Kelche wie Mandelblüten haben, mit seinen Knäufen und Blüten nämlich einen Knauf unter den zwei Armen und wieder einen Knauf unter den zwei Armen und noch einen Knauf unter zwei Armen. So bei den sechs Armen, die unter dem Leuchter herauskommen, denn ihre Knäufe und Arme sollen aus einem Stück mit ihm sein. Das ganze soll aus getrie eine getriebene Arbeit sein aus reinem Gold. Du sollst seine sieben Lampen machen. Man soll seine Lampen aufsteigend anordnen, damit sie das, was vor ihm liegt, erleuchten. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du durch das Heiligtum uns etwas über dein Wesen, deinen Charakter offenbarst. Danke, dass wir sehen können, dass deine gesamte Regierung auf deinem Gesetz, auf deinem Charakter und auf deiner Bereitschaft zur Versöhnung basiert. Und gib, dass wir, so wie die Engel bereit sind, in dieses Gesetz der Freiheit hineinzuschauen, dass wir durch das Anschauen verwandelt werden. Das bitten wir im Namen Jesu. thank mm -hmm. you